Schmerzen mit Medikamenten zu lindern, ist ein fester Bestandteil von therapeutischen Verfahren. So sind chronisch kranke Menschen oftmals auf die regelmäßige Einnahme von Schmerzmitteln angewiesen. Auch bei akuten Erkrankungen und Operationen kommen die sogenannten Analgetika zum Einsatz. Doch viele der derzeit erhältlichen Schmerzmittel können schwerwiegende Nebenwirkungen auslösen und abhängig machen. Eine zentrale Rolle bei Schmerzbehandlung spielen Opioide wie Fentanyl. Diese docken an die Opioidrezeptoren im Körper an und unterdrücken den Schmerz. Das Problem? Sie wirken im ganzen Körper. Das heißt, sie sind auch in gesundem Gewebe aktiv und können Übelkeit und Benommenheit verursachen oder sogar zu Atemstillstand führen. Außerdem haben Opioide eine suchtmachende Wirkung. Ein Team aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Berliner Charité und des Konrad-Zuse-Zentrums für Informationstechnik hat eine Alternative zu den bisher gängigen Opioiden gefunden. Den Wirkstoff NFEPP. Das Besondere? Er wird in dem sauren Milieu von krankem Gewebe so verändert, dass er nur unter diesen Bedingungen an die Opioidrezeptoren binden kann. Die Folge? In gesundem Gewebe bleibt NFEPP wirkungslos, während es in krankem seine Kraft entfaltet und so zu einer gezielten Linderung des Schmerzes führt. Der Vorteil? Andere Organe und auch das Gehirn bleiben unberührt, sodass negative Nebenwirkungen ausbleiben. Vor allem postoperative oder chronische tumorbedingte Schmerzen könnten sich mit dem neuen Wirkstoff verträglicher behandeln lassen. Durch das vom BMBF geförderte Validierungsprojekt NAMPAR ist es gelungen, ein opioides Schmerzmittel ohne Nebenwirkungen zu designen und zu testen, sodass der Weg in die klinischen Studien freigemacht werden konnte. Pharmaunternehmen versprechen sich von dem neuartigen Wirkstoff einen Durchbruch in der Schmerztherapie, denn dieser könnte klassische Opioide wie Fentanyl bald überflüssig machen.